Reisegruppe GCN erfolgreich in Bregenz, Österreich eingetroffen. Ja, Wetter ist ziemlich wechselhaft. Ich würde mal sagen, wir klingeln und schauen, ob wir ein trockenes Plätzchen finden. Vielleicht können wir uns noch auf den Balkon setzen. Ja. Abfahrt. Wollen wir mal gucken, ob der mysteriöse Gast zu Hause ist. Ja, servus. Servus. Servus, Akis. Können wir reinkommen? Klar, kommt rein. Schuhe ausziehen? Die können auch anlassen. Tipptopp. Riecht's nach Kuchen? Ja, auch wir beide haben natürlich die aktuellen Medien oder Nachrichten verfolgt. Dein Wechsel war ja in den letzten Tagen ein bisschen in der Presse gewesen. Und haben wir uns gedacht, irgendwie liest man die ganze Zeit nur über dich. Wir kennen dich ja aber schon Ewigkeiten. Haben wir uns gedacht, komm, fahren wir doch einfach mal vorbei bei dem jungen Mann. Ja, wir beide kennen uns echt schon ziemlich lange, würde ich behaupten. Aber dazu später mehr. Stell dich doch einfach mal den Zuschauern vor. Wer ist Pascal Ackermann? Ja, ich heiße Pascal Ackermann, bin, glaube ich, einer der fröhlichsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Bin 27 Jahre alt, kenne die beiden Jungs jetzt mittlerweile auch schon ewig. Und ich bin mittlerweile heimisch hier am Bodensee in Bregenz, oder eher gesagt Locher. Und ja, ich bin Radprofi beim Team Bora Hans Kroh aktuell. Ja, Radprofi bist du jetzt, warst du aber nicht schon immer, aber schon ganz, ganz, ganz früh auf dem Rad unterwegs. Tobi, du hast den Akis, glaube ich, auch bei einem Radrennen kennengelernt. Ja, wir haben ein bisschen recherchiert im Vorfeld und ich habe erste Begegnung mit Pascal Ackermann war meine Erinnerung. Südpfalz-Tour 2007. Ich habe das erste Mal Radrennen verfolgt oder bin selbst gefahren. Und du hast das Ding auch gewonnen, habe ich gesehen. Und ja, da war Erstjahresfahrer Pascal Ackermann, ich noch mit Stahlrad unterwegs. Aber du hast das Ding gewonnen und bist ja auch immer noch Pate der Rundfahrt, oder? Ja, die Südpfalz-Tour habe ich, glaube ich, 3-mal gewonnen. Oh. Von 4-mal, wo ich am Start war. Und für mich war es früher eins der wichtigsten Rennen und jetzt mittlerweile auch noch extrem in meinem Herz. Und deshalb unterstütze ich die Rundfahrt auch noch. Jetzt die letzten, oder dieses Jahr und letztes Jahr ist leider nicht stattgefunden wegen Corona. Aber ich denke, nächstes Jahr bringen wir es auf jeden Fall wieder zurück, weil einfach, ich denke, die Memories, wo man über die Rundfahrt hat, die sind einfach so groß. Weil wenn man jung ist, man trifft neue Leute und ja, da entstehen Freundschaften. Und ich denke, das muss man einfach unterstützen. Und von daher muss man die Rundfahrt wieder zurückbringen. Ja, grundsätzlich, also wir sagen es schon, Südpfalz-Tour. Generell spielt ja die Pfalz in deiner Rennsportler-Ausbildung, glaube ich, eh eine ganz, ganz große Rolle. Ist ja bekannt für die ganzen Kriterien. Denkst du, dass das für dich als Fahrertyp schon was ausgemacht hat, dass du da einfach in der Region aufgewachsen bist, wo es so viele kleine Radrennen, die schnell um die Kurve vor der Haustür sind? Ja, definitiv. Also die ganze Schnellkräftigkeit, das Kurvenfahren, das durchs Feld bewegen, das habe ich alles dort gelernt. Dann auch ein bisschen das Taktische. Wann muss ich jetzt noch lossprinten oder komme ich noch vorbei, komme ich nicht mehr vorbei? Und ich denke, Kriterien sind ja ganz speziell. Ihr seid ja beide auch welche gefahren. Und von daher, ich denke, das ist knüppelhart und da hat man sich auch viel Training gespart früher, wenn man nur Rennen gefahren ist. Ja, definitiv. Ja, und wir beide sind sogar mal ein Jahr zusammen in eine Klasse gegangen, ne? Das stimmt, ja. Wollte da auch noch ein paar Anekdoten erzählen? Wie war das so? Nicht. Ich habe gehört, das hatte dann ein relativ unrühmliches Ende. Ja. Ich habe gehört, einer von euch beiden musste danach die Klasse verlassen, wa? Ja. Freiwillig verlassen. freiwillig verlassen. Gehen wir weg von Schulklassen, wieder zurück zum Rennsport. Wir haben es gerade schon Thema Jugendradsport gehabt. Und dem Tobi und mir ist im Vorfeld unseres Interviews auch so ein bisschen was aufgefallen. Und zwar, du hast es jetzt auch gerade schon gesagt, du bist einer der fröhlichsten Menschen, die man so im Radsport kennenlernt. Und gerade im Nachwuchsradsport haben wir beide so das Gefühl, dass viele Fahrer, auch junge Fahrer, immer verbissener an die Sache rangehen. Und wir wollten dich einfach mal fragen, wir haben Besuch bekommen von einer kleinen Biene, hallo. Ja, wie du schaffst es erfolgreich zu sein, aber trotzdem diese Lässigkeit und Lockerheit am Sport und die Freude nicht zu verlieren. Und wie machst du das? Ja, teilweise ist es extrem schwer. Also ich hatte die letzten Wochen jetzt auch nicht so die besten Zeiten auf dem Rad, aber im Endeffekt, man muss einfach nach vorne gucken, man muss zurückdenken, was schon alles war. Und es gibt immer schlechte Momente und dann kommt man auch relativ schnell wieder raus. Und ich denke, man muss es einfach gelassen sehen, weil im Endeffekt ist es immer noch mein Hobby. Und der Hobby ist mein Beruf. Und das muss ich jetzt erstmal wieder lernen, dass es wirklich mein Hobby ist und nicht nur mein Beruf, einfach den Spaß wieder zurückbekommen. Und ich denke, da bin ich jetzt wieder auf einem guten Weg. Und man darf es halt nicht zu entspannt sehen oder man darf sich nicht von außen beeinflussen lassen. Oftmals ist es auch so, dass die Eltern relativ motiviert sind und dadurch die Kinder ein bisschen den Spaß verlieren, weil man muss einfach mal machen lassen, wenn man jetzt mal keine Lust hat auf Training. Großer Appell an die Eltern, lasst die Kinder Spaß haben und nimmt es nicht ganz so seriös und dass sie einfach dabei bleiben und auch immer Spaß daran haben. Ja,
vielleicht ist auch bei dir noch so ein bisschen das Geheimrezept. Du gehst auch mal zu deinen Wurzeln zurück. Ich habe dich letztens beim 6-Tage-Rennen in Oberhausen gesehen. War das so eine spontane Aktion oder sagst du dir, ach, das, ich komme vom Bahnradsport auch zum Teil und fahr das mal wieder, um einfach Spaß zu haben, um auch in der Heimat, in der alten Region, Oberhausen ist jetzt nicht so weit weg von Kandel, dass du dann einfach mal wieder auf die Bahn wechselst und da Rennen fährst. Ja, Bahn habe ich immer noch sehr viel Spaß dran. Also ich bin ja früher eigentlich nur auf der Bahn unterwegs gewesen und der Grundgedanke daran war eigentlich, dass ich eigentlich keine Chance habe, ein Rennen in meiner Heimat zu fahren. Und Oberhausen sind, glaube ich, 20, 30 Minuten mit dem Auto weg von zu Hause. Und ich denke, da hatte dann jeder die Chance zu sagen, okay, er kommt jetzt mal vorbei und guckt sich das Rennen an. Das war eigentlich mein Grundgedanke. Und der zweite Grundgedanke war, dass ich unbedingt mal mit Marco Mattes wieder Madison fahren wollte. Und dort hatten wir einfach die Möglichkeit zusammen. Er war noch in einer recht guten oder extrem guten Form, weil er in der Olympiavorbereitung war. Ich bin aus Sardinien zurückgekommen und von daher hat es dann gerade gut zusammengepasst. Radsport, Radsport. Ich höre die ganze Zeit nur Radsport. Wolltest du schon von Kind an immer Radprofi werden? Oder hast du irgendwie auch mal was anderes so? Keine Ahnung, Feuerwehrmann, was sonst noch so gibt? Na, also der Traum war immer da, aber der ist immer ganz, ganz weit weg. Und ich hätte auch eigentlich nie gedacht, dass ich noch Profi werde. Mhm. Im letzten nur 23 Jahre war es eigentlich wieder so, dass ich sage, okay, da ist eine Chance da. Aber ich habe eigentlich schon viele Sachen durch. Ich wäre gerne mal Tierarzt geworden, dann wäre ich gerne mal Architekt geworden. Und ja, ich denke, jedes Kind wechselt eigentlich jedes Jahr so den Traumberuf. Und ich weiß gar nicht, was da noch alles dabei gewesen ist. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Weg von Kindheitshelden, Feuerwehrmännern und Architekten. Ich hätte nicht gedacht, Architekten, muss ich sagen. Ich weiß, aber du machst ja auch extrem Zeichnen. Technischer Zeichner. Ja, in der Realschule. Das gibt's gar nicht. Unglaublich, was wir hier alles erfahren. Ja, wir haben jetzt gerade müssen noch mal auf deinen Wechsel zu sprechen kommen, weil wir beide uns schon gedacht haben, so deutsches Team, das Aushängeschild des deutschen Sprintsports geht jetzt weg. Was erwartest du dir von deinem Wechsel? Du kannst noch nicht verraten, wo es hingeht, aber was waren die Gründe dafür? Was möchtest du denn in der Zukunft anders machen in deinem neuen Team? Ja, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin erstmal extrem dankbar, was Bora mit mir gemacht hat. Und die ganze Entwicklung, das ist nicht selbstverständlich, wie viel Zeit sie mir gegeben haben. Und ja, für mich kam jetzt einfach der Gedanke, bleibe ich in dem Team oder will ich neue Reize? Und ich erkläre es den Leuten, die es nicht verstehen, dass ich gehe einfach daran, man ist ein Kind. Man hat ein Kinderzimmer, das hat die Farbe grün zum Beispiel. Und irgendwann wacht man auf und sagt halt, man will das Kinderzimmer jetzt mal zu jugendlichen Zimmer ändern und braucht eine andere Farbe. Und an dem Schritt bin ich jetzt gerade angekommen. Und das war jetzt für mich der Gedanke, warum ich jetzt auch gesagt habe, ich will jetzt wechseln. Und die Entscheidung fiel auch nicht aufgrund von der Nicht-Nominierung zur Tour, sondern die habe ich vorher schon gefällt. Und ja, ich brauche einfach einen Farbenwechsel. Ja, passend zu deinem Abschied fängt es auch an zu regnen. Die Dramaturgie stimmt auf jeden Fall beim Interview. Wir lassen dich nicht im Regen stehen. Nee, das machen wir auf jeden Fall nicht. Aber wir haben uns ja auch im Vorfeld noch damit auseinandergesetzt, jetzt gerade auch dein Wechsel. Wir haben uns mal so deine Erfolge angeguckt und haben auch gesehen, okay, der Akis hat auch schon einige Rennen am Berg gewonnen und haben uns da überlegt, ob er nicht vielleicht auch mal bei irgendwelchen anderen Rennen als im Massensprint in Zukunft angreifen möchte. Was hast du dir vielleicht auch neue Ziele mit einem neuen Team gesetzt? Möchtest du ein reiner Massensprinter bleiben oder Polen-Rundfahrt, Dauphiné, wo du auch nach richtig harten Radrennen gewonnen hast, vielleicht auch was bei den Klassikern? Ja, grundsätzlich mag ich Massensprints eigentlich gar nicht, weil es mir eigentlich ein bisschen zu gefährlich ist und einfach zu hektisch. Und von daher liebe ich es eigentlich mehr, wenn die Etappen extrem schwer sind tagsüber. Aber immer noch so, dass sie nicht zu schwer sind für mich. Und ich denke, ich habe schon vielfältig Rennen gewonnen mit Frankfurt. Und bei Polen-Rundfahrt war mal eine schwere Etappe dabei. Und bei der Dauphiné habe ich mal eine halbe Bergetappe gewonnen. Und ich liebe solche Etappen und da werde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Und jetzt ist halt die Chance, gehe ich vielleicht ein bisschen mehr auf Klassiker oder nicht. Aber das müssen wir dann am Ende vom Jahr in der neuen Planung für die Saison durchsprechen. Aber der Traum wäre definitiv da. Alles klar, hört sich auf jeden Fall spannend an. Wir beide haben uns noch eine letzte Frage an dich. Dann gehen wir auch schnell ins Trockene für die Schnellfragerunde. An dich überlegt. Oder wollen wir es hier an dieser Stelle abbrechen und machen mit der Schnellfragerunde weiter, würde ich sagen. Wir trocknen uns mal ganz kurz ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Shit. Jetzt geht's echt richtig los. Hi. Ja, draußen ist die Welt untergegangen und wir sind jetzt hier reingegangen für unsere Schnellfragenrunde. Wir machen entweder oder an Pascal. Du musst dich entscheiden oder ja, kriegst dein Leben lang Vollautomatenkaffee.
Dann nehme ich die Schnellfrage runter. Würde ich auch sagen. Klar, Schnellfragen, Pascal. Bist du bereit? Bin bereit. Alles klar, dann. Schorlegewitter oder Bierdurst? Schorlegewitter. Vorm Radrennen, Spaghetti Bolognese oder Nudeln mit Sahnisauce? Nudeln mit Sahnisauce. Minenfeld in der Pfalz oder Bregenz? Minenfeld. Maglia Ciclamino oder Mayo Verde? Ciclamino. Tinder oder Instagram? Instagram. Calmet oder Fender? Calmet. Sprint oder Abfahrt? Abfahrt. Kaffee oder Kuchen? Kaffee. Cappuccino oder Espresso? Cappuccino. Wench oder Tarmac? Wench. Bora oder Hans Grohe? Beides. Okay, eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Bahn oder Straße? Bahn. Münsterland versus Cyclassics oder Finanzplatz Eschborn? Also drei gegeneinander. Ja, du kannst dich für eins entscheiden. Dann nehme ich die Cyclassics, weil Frankfurt habe ich schon. Girona oder Mallorca zum Trainieren? Mallorca. Grillen oder Braten? Grillen. Kochen oder Backen? Backen. Das war's schon. Tobi oder Richie? Ich nehme mich. Jakes, vielen Dank für die ehrlichen Geständnisse hier in unserer Schnellfragerunde. Bevor wir dich jetzt noch weiter ins Verhör nehmen, verabschieden wir uns, aber wollen erstmal Danke sagen. Danke, dass ihr hier wart, hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Wir machen uns jetzt zurück ins sonnige Frankfurt, würde ich sagen. Ja, also bei dem Wetter. Hat keinen Sinn mehr. Und Frage an die Zuschauer. Welchen Profi sollen wir mal versuchen, das nächste Mal auszuquetschen? Alter, gute Frage. Auf wen hättest du Bock? Ja, ich denke auf jeden Fall André Greipel jetzt zum Abschluss seiner Karriere, weil er einfach der größte Sportler ist, den wir haben in Deutschland und der immer noch der Fahrer mit den meisten Siegen. Und ich denke, dass er gebürtig wäre dafür, dass er ihn mal durchbefragen würde. Alles klar, dann gucken wir mal, was wir da machen können und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Vielen Dank. Ciao, ciao.